So geht es nun seit Jahren. Morgen für morgen. Er kommt aus dem Gefängnis und steigt hoch in sein Atelier. 6 Jahre hat er gekriegt, verbüßt sie als Freigänger. Das heißt, er geht stets zurück in den Knast. Abend für Abend. Bis zu seiner Verhaftung war er Multimillionär. Besaß Häuser, Autos, eine Yacht. Reiste mit der Familie um die halbe Welt. Sein Talent machte ihn reich. 35 Jahre lang malte er Bilder, die er als neue Werke fremder Künstler ausgab. Doch 2010 flog er auf. Verraten hat ihn ein Pigment, das er besser nicht verwendet hätte. Wolfgang Peltracki, der vielleicht raffinierteste Kunstfälscher unter der Sonne. Er sagt, er habe sich Zeit seines Lebens mit Malern beschäftigt. Kurz, er besäße handfeste Kenntnisse der Malkunst. Das zeigt er nun und porträtiert besondere Menschen. Heute ihre durchlaucht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Ich bin überzeugt, dass auch ich Fälschungen habe. Aber ich weiß eben nicht, wo und was. Und ich habe auch kein Interesse, das rauszufinden. Im Zug von München nach Regensburg. Sanft grüßt Niederbayerns Landschaft die Durchreisenden. Es sind Wolfgang und Helene Peltracki auf dem Weg zum Adelssitz der Thurn und Taxis. 2 Stunden Zeit hat die Fürstin dem Maler zugestanden, knapp genug für eine Vorstudie. Die muss dann als Grundlage für ein Bild im Stil des Renaissance-Malers Lukas Cranach dienen. Auftritt Fürstin Gloria, Herrin von St. Emmeram, einem Schloss mit 500 Räumen. Die Fürstin selbst stammt aus altehrwürdigem, durch Enteignung aber verarmtem Adel. Vor der Heirat hieß sie Marie, Gloria, Ferdinanda, Joachima, Josephine, Wilhelmina, Huberta, Gräfin von Schönburg, Glauchau. Das Treffen mit dem bürgerlichen Peltracki ist für sie ein Blind Date. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Heißen Sie Herr Peltracki? Ja, ich heiße Herr Peltracki. Ja. Ich weiß ganz gar nicht, wie ich Sie anreden soll. Fürstin. Fürstin? Ja. Im Ernst? Ja, oder was sollen Sie sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal Fürstin. Ist auch schön. Das ist schön. Fürstin, klar. Ja, statt Frau. Ja, Frau. Fürstin. Hm? Ja, das ist in Ordnung. Ja, wunderbar. Soll ich mich schon setzen? Setzen Sie sich. Okay. Hören Sie, es macht Ihnen aber nichts aus, wenn ich Sie ein paar Löcher im Bauch frage. Können Sie machen, doch, klar. Gut, und ich möchte nicht mit der Brille die Brille. Nee, ich möchte auch nicht die Brille. Auch wenn Sie mich da nicht erkennen können, das macht nichts. Ich muss Sie ja nur sehen. Nein, wir machen das so. Wir machen es ganz ruhig. Und ich muss auch ziemlich nah ran. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Weil ich mache das eben so. Ich bewundere, dass Sie nicht vom Foto arbeiten. Nein, ach, vom Foto. Man kann gar kein Porträt wirklich machen von einem Foto. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Die Seele des Menschen erschließt sich da nicht. Das ist so. Ich male selber auch Porträts. Mhm. Und deswegen interessiert mich, dass Sie sagen, ich male aber nur von der Fotografie. Mhm. Und bei mir heißt es immer, ich treffe die Seele des Menschen ganz genau. So beseelt malt die Fürstin mit Vorliebe Größen des geistigen und geistlichen Lebens. Fürstin Gloria, eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Hochadels. Mit 20 heiratete sie den 34 Jahre älteren, sehr reichen Fürsten Johannes von Thurn und Taxis. Gloria haftete damals der Ruf der Partyprinzessin an. Legendär sind ihre Frisuren und Interviews. Die Mutter von 3 Kindern ist heute eine geschickte Unternehmerin und eine überzeugte Katholikin. Das ist ja mit der Brille ganz schade.
finde ich. Sie haben so schöne Augen, dass Sie da eine Brille überhaupt tragen. Können Sie keine Kontaktlinsen tragen? Ich liebe die Brille. Ja? Ich bin ein Brillentyp. Also ich finde, die Augen wirken so, aber viel schöner. Wirklich? Ja, glauben Sie es mir. Die Brille ist doch irgendwie, finde ich immer, wie so ein Fenster vor der Seele. Genau. Ne? Aber ein Fenster, was schon so ein bisschen zu ist auch. Aber jetzt müssen Sie den Mund mal kurz so normal, ganz normal so. Mund halten. Ganz kurz, ja. So. Man kann ja nur Fürstchen nicht sagen, halt den Mund. Na doch. Also jetzt halten Sie mal kurz den Mund, bitte. Nur mal so. Wir müssen mal kurz auslachen. Ja, cool, wir lachen aus. Wir lachen mal kurz zwei aus. Minuten. Außerdem wollte ich meiner Mutter Bescheid geben, weil die muss, die genießt doch sowas. Zwei Kann Minuten. Kann ich nicht eben meine Mutter anrufen oben? Sie, suchen Sie die Mami und bringen Sie bitte in Ballsaal. In die große Ballsaal, erster Stock. Danke. Ich habe ja im Internet mal geguckt, ne, was Sie so für schräge Sachen gemacht haben schon so. Ne? Und da ist mir aufgefallen, dass Sie fast immer lachen. Auf fast allen Fotos lachen Sie oder lächeln. Es gibt gar kein Foto, wo Sie nicht lächeln. Meistens habe ich sogar den Mund aufgerissen. Ja, ja, auch. Habe ich auch bemerkt. Ich hab das, wenn ich da google, immer, das ist wirklich unglaublich. Aber ich lache auch viel, das stimmt. Das ist auch gut, ja, das ist auch toll. Ich auch. Wolfgang und Helene machen sich, wie stets vor dem Malen, schlau über den gewählten Künstler. Lukas Cranach der Ältere, einer der Großen des 16. Jahrhunderts. Zeitgenosse von Albrecht Dürer, Freund von Martin Luther. Cranach betrieb eine bedeutende Malerwerkstatt, aus der gut 5000 Werke hervorgingen. Eigentlich kann man den so mit den heutigen Malerfürsten vergleichen, ja, genau. Mit den großen Popstars der Kunst. Genau. Ja, die Bilder, und die Bilder ähneln sich alle. Mhm. Ja. Massenproduktion eigentlich. Also das hier ist ein ganz gutes Bild. Das ist von 1520. Das ist grottenschlecht. Keine Feinheiten, die Falten sind der ganz Stoff schlecht. Ist nicht transparent. Hände sind schlecht gemalt. Wie eine kolorierte Schablone. Ja, es ist einfach schlecht gemalt. Dann hat er Martin Luther gemacht öfters. Hier. Das ist der einzige Maler, der Martin Luther überhaupt lebend gemacht hat. Er hat ihn immer wieder gemalt. Ja, als Junker. In allen Lebenslagen. Die waren doch sehr eng verbunden, die zwei. Der Cranach war der Trauzeuge von Luther. Das Erstaunliche, ne? Der hat ja genauso für die katholische Kirche gemalt wie für die Protestanten und gleichzeitig da seine Pin-Ups gemalt. Das verkaufte sich, ne? Da gibt es also wohl unglaublich viele von. Ja klar, das hat sich bestimmt gut verkauft. Mit seinen getarnten Soft-Pornos des frühen 16. Jahrhunderts. Der war also eindeutig der Superstar in Deutschland, auf jeden Fall. Ja. Und wie viele verschiedene Stile können Sie malen? Oder können Sie alles malen? Ja, ja, klar, alles. Alles? Natürlich. Ja, nicht so natürlich ist das nicht. Ja, aber bei, heutzutage bei mir kann doch so. Kein Mensch mehr malen. Ja, sind wir doch ehrlich. Aber ich kann alles malen. Egal was. Toll. Sie sehen auch richtig aus wie ein Maler. Ja. Also wenn ich jetzt einen Maler besetzen müsste im Film, würde ich Sie nehmen. Ja, ne? Das passt auch zu Ihrem klassischen Stil. Also Sie sind ja eigentlich ein klassischer Maler. Ich male alles. Eben, ja. Toll. Kann man das Bild dann auch kaufen? Das kriegen Sie ja als Gage quasi. Ne? Sehr toll. Da haben Sie riesig Glück. Natürlich habe ich Glück. Ja, weil meine Porträts kosten jetzt schon so 50.000 Euro. Nein. Ja, da kriegen Sie eine richtig fette Gage. Ne? 50.000? Ja, drunter mache ich das nicht. Nicht mehr. Das heißt, man könnte dann auch sich aber mit Ihnen gemeinsam aussuchen, in welchem Stil? Ja, ja, wenn ich meine, dass das passt. Ne? Ja. Also ich habe wahnsinnige Bewunderung für das, was Sie tun. Ja, das freut mich. Wie lange haben Sie denn gesessen? Ich sitze noch immer. Nein. Sie sind mit mir ja gnadenlos. Ne? Sie sitzen noch immer mit der. Ja. Haben Sie eine Fußschelle? Nein, ich bin ja im offenen Verzug sowieso. Ne? Es ist so, dass ich nur nachts da schlafe. Und auch nicht immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier, das ist ja jetzt
bisschen rüber. Das ist ja Arbeit für mich. Hm? Wie Arbeit? Das ist kein Vergnügen. Nö, das ist Arbeit. Ich meine, macht mir natürlich Vergnügen. Aber es heißt ja nicht, dass Arbeit nicht auch Spaß machen kann, genau. Nee, meine Arbeit macht mir immer Spaß. Eben. Ja, aber ich bin ja ein fauler Mensch. Ich hab ja immer nur mal gemalt, wenn ich Lust hatte. Ne? Wenn Sie Geld brauchten. Oder auch Geld brauchten. Das kenne ich bei Künstlern. Mhm. Eine alte Krankheit. Das ist keine Krankheit. Das ist Wolfgang Peltracchi. 2000 Bilder hätte er malen können, sagt er, wenn er nur nicht so faul gewesen wäre. Gerade mal 300 seien es geworden. In 35 Jahren. Am häufigsten habe er Werke der klassischen Moderne gefälscht. Darunter Picasso, Heinrich Campendonk, Henri Matisse, Max Ernst, Georges Braque. Die Signaturen waren Millionen wert. Heute sieht sich Peltracchi Gläubigerforderungen in der Höhe von 20 Millionen Euro gegenüber. Und von Ihrer Kunst, was denken Sie, was wird bleiben? Ja, ich denke, von meiner Kunst wird vielleicht mehr bleiben als von vielen anderen Künstlern. Weil allein schon, weil ich ja jetzt durch diesen Fall bin ich ja eine Figur geworden der Kunstgeschichte. Und deshalb wird es halt bleiben. Ob es mich als Künstler geben wird noch in 100 Jahren, das ist eine ganz andere Frage. Aber als Fälscher natürlich. Welchen Stellenwert, denken Sie, haben Sie als Fälscher? Es gibt ja doch ein paar noch. Ja, es gibt ein paar noch, aber ich glaube, es gibt niemanden, der Maler aus 4 Jahrhunderten gefälscht hat, über fast 40 Jahre. Und so viele. Mhm. Das hat es, glaube ich, doch noch nie gegeben. Der König der Fälscher. Ja, Herr mit der Krone. Wo ist sie denn? Ich muss mal kurz mal messen. Einmal. Eine und noch ein bisschen. Ich habe ja manchmal so nach dem Kaffee trinken oder nach dem Nachmittag mal eben ein Bild für eine Million gemalt oder so. Ja, Moment mal, wer hat das verkauft? Ja, das hat dann irgendwelche Händler haben das verkauft. Wir haben also nie privat was verkauft. Wir hatten dann so weltweit eben unsere Connection. Und die haben natürlich sehr, sehr viel draufgeschlagen und verdient. Und jetzt zum Schluss dann beim Prozess war es dann so, dass wir natürlich für die Endsumme haften. Ne? Langsam, aber was ist mit dem Händler? Der muss auch was zahlen. Ja, nee, nichts zahlen, nee. Im Gegenteil, die wollen dann auch noch Verlust, Ansehensverlust, was weiß ich was für. Die haben Verlust in alle Richtungen. Wieso haben die geclaimt, dass sie nichts wussten davon? Ja, ja, sowieso. Natürlich wussten die nichts. Ich habe gedacht, die Händler haben mitgespielt. Nein. Haben die Leute denn nie irgendwie, heute wird doch alles durchleuchtet. Ja, das nützt ja nichts. Warum? Nein, die waren perfekt. Warum nützt das Durchleuchten ganz, ganz nichts? Nein, wir haben teilweise auch naturwissenschaftliche Untersuchungen machen lassen, ehe wir die Bilder überhaupt verkauft haben. Das heißt, Sie mussten praktisch dieselbe Farbe verwenden wie damals? Ja, das ist ja nicht so schwierig. Ja, und darüber bin ich ja gescheitert letztlich, gestolpert. Warum? So. Ich hatte einen Weiß verwendet, das es damals noch nicht gab. Aus Versehen aber. Ne? Das war in der Tube und war nicht markiert. Titanweiß war da drin. Das gab es 1914 noch nicht. Da ist es. Das rote Bild mit Pferden, das ihm das Fälschergenick brach. Ein Bild, das Campendonk-Experten als Hauptwerk und die Presse als Schlüsselwerk der Moderne feierten. Ein Campendonk-Enkel sah hier sogar die Lebensfreude des frisch verheirateten Großvaters ausgedrückt. Fürstin, haben Sie keine Berührungsängste, sich von einem Kunstfälscher porträtieren zu lassen? Wie sich das schon wieder anhört. Nein, diese Schweizer. Was heißt hier Kunstfälscher? Also wie ich das verstanden habe, was in den Zeitungen geschrieben stand, war, dass er eben das Geniale war bei ihm, dass er eben den Esprit oder die Technik oder die Art und Weise und des Künstlers aufgenommen hat und dann jetzt ein ganz neues Bild geschaffen hat. Haben Sie denn auch die Signatur gemacht? Ja, das ist das ja. Das ist ja die Urkundenfälschung. Ja, das ist dann Urkundenfälschung. Dafür bin ich ja auch verurteilt worden. Im Urteil steht ja Urkundenfälschung. Ja, okay. Also das ist natürlich... Das muss man ja auch zugeben. Ja, das ist das Problem. Aber das habe ich ja nicht so beachtet. Für mich ging es eigentlich selber als Kunstschaffende darum,
da ist die Bewunderung so groß, dass jemand das kann, so viele verschiedene Kunsthandschriften zu übernehmen. Aber was, wenn Sie einen teuren Max Ernst gekauft hätten und dann herausfinden, er ist gar nicht von Max Ernst? Das ist natürlich ganz schlecht für denjenigen, der den Max Ernst gekauft hat. Und ich will Ihnen sagen, dieses Risiko gehen wir jeden Tag alle ein. Jeder Kunstsammler, auch voll bei den ganz modernen Sachen. Nehmen Sie Picasso. Es kann gar nicht sein, dass es so viele echte Picassos gibt, wie verkauft werden. Also jeder von uns, der Kunst sammelt, ist natürlich, ich bin überzeugt, dass auch ich Fälschungen habe. Aber ich weiß eben nicht, wo und was. Und ich habe auch kein Interesse, das rauszufinden. Alle paar Stunden laufen Touristengruppen durch die Säle. Ein kleines Zubrot für den Unterhalt des vielräumigen Schlosses. Ah, Mami, hier sitzt leibhaftig der große Künstler Beltracchi. Hallo. Ich habe sehr viel von Ihnen gehört. Guten Tag. Ich bewundere Sie. Ja, das ist ja erfreulich, oder? Ja, aber ich glaube, viele, alle. Genau, da können wir uns ein bisschen unterhalten. Ihre Erlaucht, Beatrix Maria Gräfin Szczęsny von Sarwa und Felsewickig. Die 84-Jährige entstammt einem der ehemals einflussreichsten ungarischen Adelsgeschlechter. Gleich ganz kleines Lächeln, ne? Machen wir. Ein bisschen. Falten machen wir auch nicht so viele. Müssen wir nicht. Ganz wenig. Wie alt sind Sie, darf ich schätzen? Oh, ich bin so steinalt schon. Nein, es geht. Ich hab so abgebaut. Sie sind höchstens 63. Durch das Gefängnis. Ne? Ich sah früher immer viel jünger aus, als ich war. Ne? Also 60 sind Sie ich schon. Ich bin 63. Ja, ne? Haben so sehr gut geschätzt. Sie wussten das? Nee. Nein? Nee, ich wusste, nee. Nicht lügen. Ja, ich war, als ob ich wegen so einem Käse lüge. Ja, eben. Nee, also ich bin 63, ne? Leider. Ist doch kein Alter. Nee, ist auch kein Alter, stimmt. Für einen Maler eigentlich nicht. Nee, überhaupt für einen Mensch. Die 63 ist die neue 53. Noch mal eben das Ohr so ein bisschen freilegen, dass ich das mal eben, ja. Miguel, das ist interessant für dich. Sehe. Ja. Egal, wir hören jetzt auf. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Das bringt jetzt nichts mehr. Das ist gut. Da muss ich dann doch konzentrieren. Also mit anderen Worten, wir haben zu viel geredet. Mit der Nase, das war die Nase, ja. So ein bisschen, aber mich angucken, ne? Nicht so streng gucken. Frau Fürstin, ganz leicht lächelt, ganz leicht. Ja, so ist schön, wunderbar. Sehr schön. Jetzt kommt das Blattgold, das auf der Ölschicht haften bleibt. So. Ha? Kriegt's einen Hai?
toll, ne? Beltrakis Karriere als Kunstfälscher begann in der Kirche. Darum wohl zieht es ihn immer wieder in Gotteshäuser. Hier zum Beispiel in den Altenberger Dom nahe Köln. Wie kühl das hier drin ist, ne? Da ist das Fenster. Das ist eines der größten Fenster, die es gibt. Peltrakis Vater war Kirchenmaler und Restaurator. Wolfgang musste ihm schon als kleiner Junge bei der Restaurierungsarbeit helfen. Pass auf, da ist ein bisschen. Ja, jetzt. Das ist schön. Ah, herrlich. Wirklich. Und da hat dann alles irgendwie doch angefangen, wenn ich das heute so rückblickend sehe. Ne? In der katholischen Kirche. Ja, in der katholischen Kirche. Ja, spekuliert Peltraki. Sein Vater sei wohl schuld daran, dass er Fälscher geworden ist. Bei ihm habe er viel gelernt, habe meterweise Altarränder mit Blattgold belegt. Am wichtigsten sei gewesen, er habe schauen gelernt. Der nächste Arbeitsschritt betrifft die Grisaille. Peltraki legt mit Weiß und Grau Licht und Schatten fest und erzeugt so dreidimensionale Wirkung. Gloria die Fromme. So sieht's jetzt aus. Zwei Wochen und ein paar Malschritte später. Helene hat sich in ein Renaissance-Kleid geworfen. Angesagt ist ein Foto mit Hund. Kleid und Tier dienen als Vorlage für kranachsche Stiltreue. Der ist viel zu groß. Hörchen. Na ja, Mäuschen. Ja, guck doch mal her, du. Auf Peltraki, der gern schnell malt, wartet eine pingelige, zeitraubende Kleinstarbeit. Mühe machen Finger, Ringe und Handschuhe. Aber schön, die Ringelchen, ne? Zwar simpel, aber die verschwinden ja auch wieder fast vollständig. Ne? Das muss man sich, das ärgert mich immer ganz besonders, wenn ich so Sachen male, die dann nachher sowieso nicht mehr zu sehen sind. Gott im Himmel, diese Handschuhe, das ist ja wohl der Hammer, echt. Oh, krieg ich eine Krise dran, an den Dingern. Also ich weiß schon, warum ich keine alten Meister mehr gemalt habe. 100 Jahre mit kleinen Sachen beschäftigt, die man hier nachher noch nicht mal sieht, ne? Das ist irgendwie ein Sklavenjob, und das hat mir nie so richtig Spaß gemacht, aber einfach zu viel Arbeit. Das ist also schon gruselig.
passt wunderbar. Ja. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Hallihallo, Herr Beltracchi. Ja, schauen wir mal, ne? Oh. Ob's Ihnen, nein, das ist ja ob's Ihnen denn gefällt, ne? Grüß Sie. Ja. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hatte leider nicht, ich konnte es nicht noch besser machen. Ich hatte nicht genug Zeit. Die knappen einem die Zeit. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist nicht schlecht, ja. Na, das ist schon. Also ich habe vor allem Betonung eben auf den Ausdruck gelegt. Und auf die, ich finde diese Wärme, ne, in den Augen. Ja, aber das die ist. Die sind so ein bisschen feucht und so. Also das ist wirklich. Eben, ne? Ja, ja, halt die sind, Brille weg. Die Brille, ja, ja, aber die sind, weg, sind genau, die Augen sind ja, genau. Ja, nein, die Augen sind genau. Alles schön, stimmt. Ne? Es stimmt aber alles. Aber es ist natürlich ein bisschen der Zeit geschuldet. Dieser kühle Ton, dieses helle. Ne? Ist sehr weiße, ja. Muss genau. Ja, das ist ja eben die Zeit. Ne? Und warum die Hände weiß? Weil ich das sind Handschuhe. Das sind ganz dünne. Ganz dünne Handschuhe. Hatten die, hat er so gemalt. Und die hatten Öffnungen für die Ringe. So, oh. So Laschen. Ne? Dann drunter trugen die dann die Ringe. Ist ja Wahnsinn. Ne? Und das Gold. Wunderschön. Ne? Ich habe ja viel mit Gold gearbeitet, schon als Kind mit meinem Vater. Und auch immer verwendet in meinen Bildern. Also ich bin fasziniert vom Gesicht. Ja, ja, das ist ja auch das Wichtigste. Ne? Das Wahnsinn. Das ist das Wichtigste. Ne? Und darf ich fragen, wie lange dauert es, so ein Bild zu malen? Eine Woche. Und wie viele Stunden täglich? Ja, das weiß ich jetzt nicht. 6 Stunden? Ah, immerhin. 5, 6 Stunden, ja. Wow. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist schnell. Das ist sehr, sehr schnell gemalt. Ja, ich bin begeistert, Herr Mal. Ja, so hätte er es gemalt. Ich meine, also ist schön, jetzt, ne? Gefällt dir. Ne? Ich habe Ihnen auch ein Bild gemalt. Darf ich es Ihnen zeigen? Ja, ich wollte Sie eigentlich fragen nach der letzten Mail. Ja, ich habe Ihnen eins gemalt. Das ist schön, dann reden wir nämlich mal über Ihre Porträts. Ne? Ja, super. Danke. Mein Mann war wirklich ganz begeistert. Ich dachte, das ist ja, schön. Toll. Wisst ihr, man sieht immer das Charakteristische, ne? Ach, das ist ja unheimlich. Super. Finde ich auch. Jetzt ist man sehr charakteristisch. Aber ich bin so alt schon. Ne? Na, er hat immer selbst von sich gesagt, ich bin ein alter Mann. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich habe das, wie wir neulich zusammen waren, hat er gesagt, Sie sind ein alter Mann. Sie haben von sich selber gesagt, ich bin ein alter Mann. Und ich habe auch ein Ölbild gemalt. Aber da habe ich Sie, glaube ich, zu jung erwischt, weil ich eben doch gerade in der Ölkrise bin. In der Ölkrise. Jetzt geht's zu den fürstlichen Privatgemächern. Durch Säle und Kapelle zur Kunstsammlung. Möglich, Petracchi entdeckt. Eine Fälschung,